zu durchdringen. Für die Pflanzen von Kaeter ist der morgendliche Sprühregen eine Wohltat. Er bringt lebensspendendes Wasser an ihren mageren, felsigen Standort. Tau schlägt sich auf den Blättern nieder, lässt Wurzeln und füllt die Bromelienteiche. Der morgendliche Dunst lässt Pflanzen an den merkwürdigsten Stellen gedeihen. Alles genügsame, sturmerprobte Vegetationspioniere. Nur wenige können in den ungestümen Winden des Wasserfalls bestehen. Flach an den Fels geschmiegt, breiten sich zunächst Flechten und Moose über den kahlen Stein aus. Dann folgen größere Pflanzen. Keine Nische, keine Spalte ohne Grün. Das Wasser macht es möglich. Die aufsteigende Feuchtigkeit lässt im Tal und an den Hängen einen Nebelwald entstehen. Im ewigen kühlen Sprühregen gibt es noch viele Überlebenskünste zu entdecken. Steinglitschige Felsen machen den Bereich direkt am Wasserfall schwer zu gehen. Es sei denn, man kann fliegen. Kolibris ernähren sich überwiegend von energiereichen Nektar. Das macht ihren Flugstil möglich. Sie fliegen mit einer Frequenz von 40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde. Bezogen auf ihre Körpergröße sind Kolibris wohl die schnellsten Wirbeltiere der Welt. Der Wald oberhalb der Klamm ist ein Bilderbuch-Urwald. Ein Teil des Filmteams erkundet den Wald bei Johnsons View. Des Kreatur Nationalparks. Dabei ist schon der Wald hier gebacken schwer. Kleinwüchsige Bäume wachsen auf und um die großen Felsgruppen. Wer dem kühlen Schatten entkommen möchte, muss ganz nach oben klettern.